Was für eine Hitze. Ein brennend heißer Sommer. Im Mai wurde das Leben von Ram... Ich spoiler schon mal. Spiegel. Pratap Verma in wenigen Sekunden tief erschüttert. Sein Zuhause seit Kindesbeinen verbrannte vor seinen Augen. Seht nur, was alles abgebrannt ist. Hier war unser Schlafzimmer. Und dort das Heu für die Tiere. Hier stand ein Bett und der Kleiderschrank der Kinder. Laut der Feuerwehr fingen die Bambuswände Feuer wegen der Hitze. An jenem Tag war es 48 Grad heiß. Vermutlich entflammten die Sonnenstrahlen den leicht brennbaren Bambus. Die Hitze brachte den Bambus zum Knistern. Sie erzeugte Funken wie bei einem Waldbrand. Direkt daneben lagerte ich das Heu für mein Vieh. Dadurch breiteten die Flammen sich immer weiter aus, bis alles loderte. Ich war völlig machtlos. Ein Nachbar filmte mit seinem Smartphone. Meine Kinder flohen rennend aus dem Haus. Die Leute gerieten in Panik. Wir riefen die Feuerwehr, aber bis die da war, war schon alles abgebrannt. Ich konnte nur noch weinen. Schweigend trocknete ich meine Tränen. Das Feuer zerstörte nicht nur sein Haus, sondern auch noch seine gesamte Ernte. Der Bauer und seine Frau leben nun im Stall, zusammen mit ihren zwei Büffeln, die sie vor den Flammen retteten. Verarztest du sie? Geht es ihr besser? Ja, ich säubere ihre Brandwunden. Wir passen gut auf sie auf. Sie ist unsere einzige Nahrungs- und Einkommensquelle. Als sie stirbt, haben wir nichts mehr. Wir leiden alle unter dieser Hitze. Manche haben Ziegen verloren, andere Büffel. Diese Temperaturen treffen uns alle hart, aber keiner hat so viel verloren wie wir. Und nun müssen wir mit diesem Schmerz leben. Diese ländliche Region in Nordindien ist einer der wichtigsten Agrarbundesstaaten des Landes. Dort reißt die Hitze auch die Erde auf. Die Flüsse und Seen trocknen aus, das Vieh verdurstet. In den letzten Monaten starben tausende Tiere. Unser Büffel erlitt den Hitzetod. Es gibt nirgends Wasser. Den Tieren geht es wie uns. Sie leiden. Ja, es ist vor allem so, dass ab einer gewissen Luftfeuchtigkeit, ne, auch einfach durch Schwitzen nicht mehr abgekühlt werden kann. Ne? Und dann verkocht man einfach. Dann kann sich der Körper nicht mehr halten auf seiner Temperatur. Unter dieser Hitze. Aber ja, wahrscheinlich hätten mehr Zettel mit Brandschutz geholfen. Extreme Temperaturen sind nichts Neues in Indien. Doch wegen der Erderwärmung beginnen die Hitzeperioden immer früher im Jahr. Außerdem treten sie häufiger auf und intensiver. Auf dieses Ackerland fiel nun schon über ein Jahr kein Regen. Mhm. Tschüss. Lasst uns Wasser holen. Zweimal am Tag suchen Shailendra Kumar und seine Frau Suman mit ihren Tieren nach Wasser. Denn die Wasserquellen in ihrer Umgebung sind versiegt. Der nächste Brunnen liegt 3 Kilometer entfernt. Wir kommen zum Wasser holen. Stellt eure Eimer bereit. Ich werfe die Pumpe an. Mist, der Strom ist ausgefallen. Wir wollten hier am Brunnen Wasser holen, aber die Pumpe hat keinen Strom mehr. Weißt du, wann der Strom wieder da ist? Keine Ahnung. Wegen der Hitze ist das Stromnetz des Distrikts zusammengebrochen. Deshalb läuft auch die Pumpe nicht mehr. Wenn der Strom wieder fließt, füllen wir unsere Eimer. Ansonsten geht es mit leeren Eimern zurück. Was sollen wir nur tun? Ohne Wasser sterben wir. Und unsere Tiere auch. Wir brauchen dieses Wasser. Ohne Wasser können wir nicht leben. Was für ein... Ja.
herrliche Tautologie. An jenem Abend warten sie vergeblich auf den Strom. Das Paar kehrt mit leeren Eimern heim. Seit mehreren Jahren leidet Indien unter starkem Wassermangel. Das bevölkerungsreichste Land der Erde besitzt nur 4% der weltweiten Wasserressourcen. Wegen der Hitzewellen der letzten Monate versiegen sie immer mehr. Sogar in der Hauptstadt Neu-Delhi gibt es nicht genug Wasser. Das Grundwasser ist verdunstet. Nur dieser Tanklaster versorgt die Bewohner dieses Viertels einmal am Tag mit Wasser. Eine Ladung für 4000 Menschen. Mhm. Wer Glück hat, der kann seinen Schlauch an den Tank anschließen. Ansonsten geht man leer aus. Diese Temperaturen sind eine große Belastung für den Körper. In Neu-Delhi eröffnete dieses öffentliche Krankenhaus daher kürzlich eine Spezialstation für Hitzeopfer, die erste im Land. Hat der Patient Vorerkrankungen? Wie hoch ist seine Rektaltemperatur? 41,7 Grad? Dieser Mann ist Bauarbeiter. Stundenlanges Schuften in der prallen Sonne ohne genug zu trinken haben ihn völlig dehydriert. Weil sein Körper nicht schwitzt, konnte er seine Temperatur nicht regulieren. Er steht nun unter Hitzestress. Jetzt hochheben und hier reinlegen. Zur Senkung seiner Körpertemperatur wird der Patient 20 Minuten lang in ein Eisbad getaucht. Gebt mir Eis hinein. Wegen der Hitze draußen ist der Patient nicht in der Lage, seine Körpertemperatur selbstständig herunterzufahren. Das erhöht das Risiko für eine Hyperthermie. Solche Hitzeschläge können das Gehirn irreversibel schädigen. Durch den Blutdruckabfall droht dem Mann außerdem jeden Moment ein Herzversagen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Während dieser dritten Hitzewelle wurden ein Dutzend Patienten in kritischem Zustand eingeliefert. Wenn das so weitergeht mit dem Klimawandel, wird jedes Krankenhaus eine solche Spezialstation brauchen. Solche Maßnahmen muss man langfristig einplanen. Diesen Patienten konnten sie retten. Doch in den letzten Monaten starben in Indien hunderte Menschen an den Extremtemperaturen. Besonders die Ärmsten im Land sind am wenigsten gewappnet gegen diese gefährliche Hitze. Wo geht es zum Haus von Frau Patel? Im Westen des Landes will eine NGO deshalb gerade diesen Menschen helfen. Namaste. Hallo. Ich arbeite für die Stiftung Mahila Seva Trust. Wir streichen die Häuserdächer weiß. Darf ich rein und die Temperatur messen? Schauen Sie mal, welche Temperatur Ihre Wand hat. 42 Grad. Und weiter oben wird es noch wärmer. Sehen Sie das? Dort sind es 50 Grad. Spiegel obendrauf. Wer Geld hat, kann sich Klimaanlagen kaufen. Aber wir können uns das nicht leisten. Wir haben nur einen Ventilator. Nicht alle leiden gleichermaßen unter der Hitze. Die NGO hilft den Familien mit einer einfachen und kostengünstigen Lösung. Sie streicht die Häuserdächer einfach weiß. Korrekt, mit Tenschleicher. Weiß ist ein halber Spiegel. Das ist aus Faserzement. In diesem Material staut sich sehr viel Hitze. Zudem sind die Häuser schlecht belüftet. Die Leute ersticken also förmlich da drinnen. Deshalb bringen wir diese weiße Farbe auf. Die reflektiert die Sonnenstrahlen und dadurch wird es nicht so warm. Das Streichen kostet nur 20 Euro und wird fast vollständig von der NGO übernommen. Die Bewohner müssen nur 4 Euro beisteuern. Es ist eine gute und preiswerte Lösung, die uns Abkühlung verschafft. Das wird unseren Körper entlasten und uns das Leben erleichtern. Seit Beginn der Hitzewellen in diesem Jahr halfen sie schon über 6000 Menschen.
Laut der NGO senken die weiß gestrichenen Dächer die Innentemperatur im Schnitt um 3 bis 5 Grad. Doch es bleibt eine Notlösung. Sie reicht längst nicht aus, um die Herausforderungen des Klimawandels in Indien zu meistern. Seit einigen Jahren arbeiten die Behörden daher überall im Land an Strategien zur langfristigen Anpassung an diese Extremtemperaturen. Die westindische Megastadt Ahmedabad mit ihren 8 Millionen Einwohnern geht mit gutem Beispiel voran. 2010 starben dort 800 Menschen innerhalb einer Woche während einer Hitzewelle. Wir betreten jetzt die Oase namens Green Mosphere in dieser unfassbar heißen Stadt. Abhyan Tiwari erkannte als erster die Dringlichkeit der Lage. Seitdem entwickelte er im Auftrag der Regierung grüne Lösungen für die Städte gegen die Hitze. Wir haben uns von der japanischen Miyawaki-Methode inspirieren lassen. Dabei erschaffen wir Stadtwälder. Auf engem Raum pflanzen sie mehrere Dutzend Baum- und Straucharten, um kühle Ecken zu schaffen. Ich messe mal die Temperatur auf diesem Pflasterstein. Etwa 55 Grad heiß. Und zum Vergleich jetzt hier im Gras. Dort ist es 20 Grad kühler, ein Riesenunterschied. Diese Grünflächen sind ein Segen für die Bürger. Ein Zufluchtsort inmitten der Betonwüste. 50 Grad in Ahmedabad oder woanders in Indien sind wie 40 Grad in Europa. Wir sind für eine derartige Hitze nicht gerüstet. Grüne Lösungen sind also der Schlüssel im Kampf gegen die steigenden Temperaturen und gegen die Umwelt- und Klimaprobleme, die noch auf uns zukommen werden. 2024 könnte das wärmste in Indien je gemessene Jahr werden. Manche Wissenschaftler befürchten, dass die Hitze bis 2050 ganze Landstriche des Subkontinents unbewohnbar machen könnte. Korrekt. Bäume haben schlechte Albedo. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Es ist ja jetzt wirklich nicht deren Problem, die Albedo der Erde zu klären. Die brauchen überhaupt mal weniger Versiegelung, ne? Also Bodenversiegelung ist eh scheiße. Weiß man ja auch. So, ja, Geoengineering wird eh alternativlos. Ihr könnt mich dann in 10 Jahren könnt ihr mich zitieren. Wir machen jetzt mal ein Päckchen, ja? Und ich hole mal noch, und ihr wisst schon.